Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Günther. Es ist jetzt vielleicht schneller, als ihr dachtet, dass wir weitermachen können, denn Pixelmatch LP hat sich dazu entschieden, die Storys Fragezeichen Man und The Lost Worlds überhaupt nicht mehr zu spielen, weswegen ich die einfach jetzt bringen kann. Das Hauptspiel muss aber noch warten, bis er soweit ist, aber das kann wirklich sehr bald sein. Die Audio, also ich müsste jetzt heute wirklich mal lauter sein als die letzten Male. Sorry, dass das jetzt in Folge 3 und 4 doch nicht so wie angekündigt war. Ich hatte mich leider darauf verlassen, dass mein Mikrofon lauter wird, wenn ich es lauter stelle. Heute spielen wir... Oder beginnen wir, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Fragezeichen, Man. Story. Unter New Game, nachdem Pixelmatch LP rum ist. Es kann auch sein, also Fragezeichen, Man hat sich ein bisschen aufgeregt, dass ich in der vorletzten Folge bei Chillast nicht alle Rückblenden gezeigt habe. Kann sein, dass ich das noch nachreiche. Also die oberste war gut, dass ich sie nicht gezeigt habe, weil die war wirklich aus der Story. Das zweite habe ich gezeigt. Das dritte hat halt gefehlt. Hallo. Ich möchte dich nicht nerven wie der Baum. Deswegen will ich jetzt wissen, ob du aussiehst. Ja, ich sehe aus. Uff, ouch, Audio ist für mich zu laut gestellt. Für euch dürfte es nicht anders sein als sonst, aber ich hatte irgendwie meinen Computer-Sound fucking laut. Wo bin? Hier. Ich sollte besser raus, bevor er aufwacht. Hä? Sorry, ich bin schon wach und hab alles gehört. Und noch was willst du hier? Ich bin hier, weil ich hab keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Dann bist du ein Dieb. Die haben keine Ahnung, was sie da machen. Also ich bin mir 100% sicher, ich bin kein Dieb. Okay, entspann dich. Vielleicht ist ja der Tag, an dem ich mal, Warte, ich schau in meinen Terminkalender. Ja, heute ist es soweit, komm schon. Okay, jetzt kann ich kurz nachdenken, was passiert ist. Das ist das alte. Okay! Fragezeichen, Mann. Eine Frage. Ist das Paint? Ist auf jeden Fall wunderschön. Ich sollte langsam besser runtergehen. So, lieber zum ersten Mal saven. Beginnerhaus oben. Warnung, Pixelmatch LPs. Spielstand, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil die Story überdurchschnittlich lang war. Jetzt gelöscht. Ja, großer Raum, nix drin. Noch ein großer Raum mit nix drin. Das ist irgendwie nicht die schönste Einrichtung eines Hauses, um mal ehrlich zu sein. Wow. Ich weiß nicht warum, aber ich bin beeindruckt. Ich weiß auch nicht warum. Wieso hat mich das an einen Strand? Oh, die Blumen. Überall Blumen. Überall Blumen. Ich soll ja die Overworld erkunden. Ich sollte zu... So viel zu Overworld erkunden. Das ist offensichtlich das Labor. Ich werde in die Häuser nicht rein können, aber ich kann ja zumindest mal außerhalb der Häuser gucken. Wow, eine große leere grüne Fläche. Das, was jede gute Stadt in Pokémon-Spielen ausmacht. Diese Bäume sehen irgendwie komisch aus. Hier komme ich nirgends lang. Ja, dann gehe ich mal zum Labor. Offensichtlich kann ich hier im Moment noch nicht so viel finden. Da ist der fremde Junge.
Was brauchst du so lang? Ich kann nicht so schnell rennen wie du. Das ist warnend, das. Hä? Damit kannst du schnell laufen. Ach, danke! Wie heißt du? Ja klar, ich heiße Hansa. Mein Name ist Hansa. Ach, Hansa, den haben wir in Last Story bekämpft. Hilfe, Mike. Was ist hier nur los? Ich erkläre dir das hier. Hier kann man sein erstes Pokémon wählen. Hinter mir sind drei Pokébälle mit drei Pokémons drin. Weiß nicht warum, aber ich bin erschrocken. Ist irgendwas, du siehst erschrocken aus. Es ist nichts. Am liebsten hätte ich ihm gesagt, ich weiß nicht, was ein Pokéball ist, aber da gibt's ja ein Problem. Okay, Professor, nun stellen Sie uns bitte die Pokémon vor, die Sie haben. Professor! Der schläft. In einem Pokéball ist Hydropie, im zweiten Flamly, im dritten Chillast. 1:1 die Starter der dritten Generation, fast so. Okay, ich nehm Chillast. Ich nehm Chillast, egal wie. Was? Er hat sich zuerst entschieden. Sei still, alter Mann! Warte, warum sieht der Typ da unten genauso aus wie ich? Warum sieht der Typ da unten genauso aus wie ich? Ich arbeite, ja, sehr schön. Und warum siehst du aus wie ich? Bitte, ich und dieses Chillast kennen uns schon lange. Ich habe überall gesucht. Nein, ich werde ihn dir nicht geben. Dann muss ich hier wohl abnehmen. Dann versuch's doch. Los, fang! Okay. Hydropie, Alter. Ich bekomme einfach Hydropie und soll jetzt gegen dich kämpfen. Jetzt ist nur die Frage, wenn der Typ einen Chillast hat und der Professor offensichtlich auf meiner Seite ist. Warum zur Hölle gibt er mir dann Wasser-Pokémon? Und letztes Mal war Chillast noch Level 5, aber kein Schatten-Pokémon. Fuck! Ich weiß, dass Schatten-Pokémon broken sind. Kryptoschlag ist offensichtlich sehr effektiv als alles. Aber hey, schwerer Kampf. Heute auch wieder ein bisschen besser gelaunt beim Aufnehmen, merkt man vielleicht. Oh, gewonnen. Was? Ja, dann Ding war Level 1. Diesmal hast du gewonnen. Na schön, das Zeug gewonnen, aber das hält mich nicht auf. Wo bin ich und wer bist du? Du bist K.O. geschlagen worden und ich bin deine innere Stimme. Hä? Ich erzähl dir jetzt mal alles, was passiert ist. Du bist mit Chillast in die Menschenwelt zurückgekommen, nachdem ihr beste Freundin in der Pokémon-Welt geworden seid und sie gerettet hat. Aber ein Pokémon namens... Endlich bist du wieder wach. Was ist passiert? Du wurdest K.O. geschlagen, nachdem dir das Chillast gestohlen wurde. Okay, ich nehme die Verfolgung auf. Ich muss unbedingt rausfinden, warum vorher Chillast angerufen hat. Warte, ich hätte nur noch zwei Bitten. Kannst du den Pokédex mitnehmen und Team Rocket ausschalten? Wer ist Team Rocket? Die sind so Gangster. Dann gebe ich dir halt kein Pokémon. Was? Ich hab nicht erwartet, dass das geht! In dem Pokéball ist Flamly drin. Kannst du diesen Pokédex nehmen? Ja, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man überhaupt Nein sagen kann. Aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lang diese Story... Okay, ich sehe, wie lang die Story wird. Pokédex 1 von 2. Wetten, jetzt ist die Ausrede, ich muss ihn verfolgen und darf nicht rein. Nee, ich wollte immer noch zum Labor. Sehr gut. Die Ausrede erst ist, ich sollte zum Labor. Die Ausrede danach ist,
Ich sollte immer noch zum Labor. Hier, die Büsche sind aus irgendeinem Grund einfach verschwunden. Oh, hey, ein Trainer. Du hast mich angesehen, ich bekämpfe dich. Und warum hat der Typ einen Nutzer, Alter? Alter, der könnte mich da aufziehen, das reicht. Der könnte mich, wenn sie, oder? Ja. Okay, diesmal bin ich aus irgendeinem Grund schneller, sonst wäre es echt Schnauke, dass mich wenn er heilt. Das Problem ist, ich habe ja keine Möglichkeit, mich zu heilen. Ich habe hier nur mein Hydropi. Und keine Items. Und muss offensichtlich jetzt wieder an Chillers kommen. Aber dann würde ich echt nochmal gerne hinterfragen. Eigentlich ist das dann ja schon irgendwie eine Lüge, dass die Storys, die Reihenfolge egal ist, außer dass das Hauptspiel das letzte ist. Weil man sollte auf jeden Fall Chillers Story oder gute Frage, warte. Der wurde da doch erst. Nee. Warte, wurde Chillers gefangen am Ende seiner eigenen Story? Nicht nur ein Trainer. Nee, ich bin kein Trainer, ich bin Polizist und will dein Pokédex sehen. Wieso hast du das angefangen? Warum erhältst du den Fall? Hä? Warum bekomme ich dieses Fahrrad? Ganz einfach, du bist angehalten, ohne alles weiterzugehen als Erster. Mir wäre es lieber gewesen, vor allem zu sein, als ein Fahrrad zu. Hä? Wo wollen wir vor allem Jungs hin? Wir sind zur Siegesstraße Nummer 13 gerannt, aber vorher zu erwähnen, damit sie auch. Ach so, die sind ganz plötzlich bei mir gekommen. Das heißt, ich sollte zur Sicherheit diese Orden besuchen. Solche. Du wirst dich auch zur Siegesstraße, da gibt's ein Problem, Alarin, besorgt eine in den Kanto. Und wie komme ich da hin? Dort vorne sind wir haben, das Boot fährt nach Kanto kostenlos, wenn du sie beeilst. Danke, in einem Tag der Arena Power zu gewinnen. Soll ich jetzt Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Ich heile deine Pokémon. Wie ich das tue, weißt du nicht. Okay, ganz könnten sie bitte aufhören zu singen? Ach komm schon, ich bin die beste Pokémon-Center-Singerin. Okay, aber fragen sie zukünftig, sonst kriegt jemand einen Herzinfarkt. Na, so lange der Welt ist alles gut. Willkommen heim. Ja, bitte oder nein, Ohrwurm. Was ist, wenn ich das sage? Schade, ich hab gehofft, dann singt sie wieder. Also, soll ich jetzt wirklich 8 Orden sammeln? Dauert das hier dann nicht wieder übel lang? Hab ich Geld? Genug für einen Pokéball. Aber ich hab in Pixelmatch-Story gelernt, ich werd eh keine Pokémon fangen können. Oder? Vielleicht schon. Jolo. Ach, ich bin genau hier. Ich bin genau hier, wo ich auch in der Chillast-Stop war. Das Ding sagt, du sollst mich stören, weil es kennt. Das ist die Route des Sitz, ja, die Erwartung ist noch viel zu groß für dich. Ah ja, und diese Höhle habe ich bei Chillast schon gesehen, aber konnte nicht rein. Rums. Na super, ich hab keine Ahnung, wo ich bin und jetzt blockiert ein Stein mir aus irgendeinem Grund einen Weg. Ist das nicht dieselbe Musik, die letztendlich doch bei Lord Ecke im Kampf gespielt hatte, aber auch nur weil die eigentliche nicht funktioniert hat? Leute, krasser Dungeon. Übrigens hat Fragezeichen, eigentlich haben wir den ersten Stein. Übrigens hat Fragezeichen, wir haben mir selber gesagt, dass in Günthers Story, nach dem Kampf gegen Olaf, ist ja in dem Raum wildes Pokémon gespawnt. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber es ist unmöglich, ihn zu nehmen, ohne ein Erdbeben auszulösen. Das war vorhin. Jetzt habe ich lang genug gewartet. Oh, ups, Team Rocket Riepe.
jetzt gibt's Ärger. Der hat sich selber. Wann hast du Lebchen gelernt? Das würde ich nächstes Mal gerne wissen, bitte. Wäre freundlich. Irgendwie glaube ich doch. Ach, leck mich doch. Jetzt mal im Ernst. Kann sein, dass ich jetzt automatisch verloren habe, auch wenn ich beide Pokémon von dem Typen down krieg. Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt das Poison. Okay, kommt das an. Schadet die Vergiftung außerhalb des. Vergesst es, hab sowieso verloren. Außer das Ding kann noch keine Konfusion. Aber die Vergiftung macht dann halt den Scheiß damit. Nee, das Ding kann nicht angreifen. Aber jetzt mal im Ernst, wenn das Gift außerhalb vom Kampf Schaden macht, dann hab ich verloren. Da kann ich dann auch nichts machen, das ist richtig mies. Das ist ein Level da. Wieder neue Attacke und Apatius macht vielleicht davon. Also wenn es eine neue Attacke erlernt hat, erfahre ich nichts davon. Das ist doch nicht noch ein Level, oder? Offensichtlich schon. Jetzt eine neue Attacke? Nein. Team Rocket-Typ besiegt. Könnt ihr hier bitte... Ich bin noch nicht fertig und tschüss. Das war's. Rette dich schnell, nimm den Ausgang. Fuck, ich nehm Damage. Oh, schon wieder ein Stein. Der Professor ist eigentlich beerhängt. Oh, ich bin gerade... Wenn das Ding sterben kann... Hä, das ist der... Hä? Macht der... Hä? Wurde ich geheilt nach dem Kampf? Oh Gott, danke. Ansonsten hätte ich verloren. Ansonsten hätte ich verloren gehabt. Uff. Das Pokémon ist wieder fit. Das hätte mich gerade echt auseinandernehmen können. Ist das eigentlich jetzt die fucking Liga oder was? Und was ist dieses Haus? Ich kann nicht damit interagieren. Aha. Sehr schön. Du willst Aal besiegen. Aal, Alter. Guter, Alter. Pummelig. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht sogar noch ein Pokémon fangen können und das wäre sinnvoll gewesen. Aber komm, Hydro. Was? Das macht so weh. Warum dieses Pummelig? Hä? Also ich glaube, wenn man meine Gedankengänge irgendwie aufzeichnen würde, wie ich jedes Mal, während ich dieses Spiel spiele, habe, was bringt dir das jetzt noch? Dann würde das ziemlich genauso aussehen wie das Bild, das Fragezeichen, das hier am Anfang angefügt war, das Fragezeichen man offensichtlich mit Paint gemacht hat. Alter, nehmen wir es das Spiel gerade unbequem. Erfahrung, das ist halt wirklich das Schlimmste an dem Spiel. Wie lange diese Erfahrungspunkte immer brauchen. Ja, warum glaube ich nicht, dass du noch was machen kannst? Easy. Warum hat der Typ jetzt gemeint, ich könnte hier nicht durchkommen? Alles, was der gemacht hat, war Teleport. Und ein Pokémon reinschmeißen, das dadurch ohne irgendwas zu machen gestorben ist. Da ist offensichtlich schon... Was?
Ich hab erwartet, hier vielleicht einen Trank oder so zu finden. Glurak. Liegt einfach ein fucking Glurak in der Arena. Mit dem Moveset vom typischen Glumanda. Ich bleib erstmal bei Hidoropi. Aber was zur Hölle war das? Warum liegt hier... Warum? Hey. Erkennen Sie mich da mal unten? Nein. Wer bist du? Aber... Schon wieder, Alter. Ja, sehr gut. Mir gefällt, wie bisher in dieser Story eigentlich alles daraus bestand, dass die Gegner Teleport spawnen. Willst du mich irgendwie verarschen? Jetzt mal ganz. Der eine Typ mit seinem Mülzer und am Anfang der Hansa haben das nicht gemacht. Aber ansonsten hat das... Ich kann sagen, dass ansonsten wirklich jeder Trainer... Oh, Aquaknarre. Dass jeder Trainer nur Teleportnis gefühlt... Nee. Nach Level 6, Alter. Ist meine Aquaknarre des Zorns. Hör auf, mich zu beißen, obwohl du nicht mehr Zähne hast. Du bist eine Vogel! Vögel haben keine Zähne, also wenn ich nochmal zurückstecke, dann muss ich ganz weit los. Danke, hoffentlich reicht. Warum ist Tackle eigentlich gefühlt immer die stärkste Attacke? Selbst Aquaknarre ist schwächer hier. Ich bin's auch nicht. Sehr schön, der Typ da vorne ist dann hier der Boss. Ich gehe mich nochmal heilen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Story danach bald endet, weil es ansonsten echt schon wieder so unverhältnismäßig wäre. Dann wären die ersten zwei Storys alle in etwa 20 Minuten abgearbeitet. Und die hier... zwei von neun jetzt, der Pokémon. Ah so, das ist wie viele Pokémon man gefangen hat von gesehen hier, das waren den anderen nicht so. Ja, weil ansonsten ist das hier schon wieder so unverhältnismäßig lang, wie man sieht. Denkst du, kann sie mich besiegen? Ja. Sabrina, Alter. Moin. Moin geht's. Xatu, Motherfucker. Okay, Hydropi. Wir wissen, Tackle ist dein stärkster Angriff. Also Tackle. Wir wissen, du wirst sterben. Ich hoffe, dass Lisa dann die restlichen Leben von Xatu und das nächste Pokémon hinbekommt. Weil Hydropi ist... wenn's mal einloggt. Willst du mich verarschen? Was ist denn diese KI? Diese KI will doch verlieren. Diese KI ist gedacht, um zu verlieren. Punkt. Das kann doch gar nicht sein, wie dumm diese KI ist. Die ist gemacht worden, damit sie verliert. Komm, mach mit den Erfahrungspunkten schneller. Gibt's noch ein Level? Ja. Alter, die KI regt das irgendwie schon auf, auch wenn es für mich natürlich vorteilhaft war. Noch ein Level oder war? Nein. Kadabra. Ich habe keine Items, deswegen ist es sinnvoller, die Gruppe jetzt nochmal aufzubrauchen. Okay, vergiss es. Tot. Glurak, ich hoffe, du schaffst das. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, was ich tun soll. Aber du bist ein Glurak, also. Dein Moveset ist ehrlich gesagt arg beschränkt. Ich
ich glaube nicht, dass das irgendwie... Oh, macht mehr Damage, als ich dachte. Komm, das macht doch nicht so... Crit! Crit! Ich hoffe, ich muss jetzt hoffen, dass es nicht noch ein Crit kriegt. Dann gewinne ich. Ja! Stirb! Das war schwerer, als ich dachte. Oh, Erfahrungspunkte. Alter, das war der erste wirklich, wirklich schwere Kampf in diesem gesamten Spiel, den ich gemacht habe. Die anderen waren halt alle nicht. Olaf war nicht so einfach, ja. Aber ansonsten, Sans hätte stark sein können, wenn er richtig gekämpft hätte. Du erhältst den ersten Orden. Ja, und... Okay. Gib mir deinen Glurak. Okay. Hä? Mein Kackfenster hat sich verschoben. So, Fenster war verschoben, bescheuerterweise. Mein Glurak musste ich jetzt halt abgeben. Lass mich los. Nein. Komm nicht in Frage. Was los? Diese Person wird der Hexerei beschuldigt. Was? Und ich dachte, mein Tag kann nicht mehr verrückter werden. Sie steht vor Gericht und wir gehen weiter, bevor sie was zaubert. Eine Sekunde, ich will dich als Verteidiger haben. Warum? Ich hab doch nicht studiert. Komm, mein Gott. Genehmigt, weil Hexerei ohne Ausbildung dieser Partei. Okay, das wird klasse. Den Gerichtssaal kennen wir ja. I would like to save the game. Die Musik mag ich. Was ist hier bloß los? Ruhe im Gerichtssaal. Aber niemand hat was gesagt. Staatsanwalt, erklären Sie bitte die Anklagepunkte. Sehr gern. Arena-Leiterin Sabrina wird angeklagt, dass sie Menschen in Puppen verwandelt. Darum geht's also. Mein erster Zeuge ist Katie. Der schaut mir Karate-Fick an. Beschreiben Sie doch mal den Vorfall, Katie. Ja, okay, was ich sah. Ich wollte gegen die Arena-Leiterin antreten, also ging ich rein. Plötzlich ging die Tür zu, Kerzen fing an zu leuchten. Die fordern mich zum Kampf. Falls ich verlieren würde, müsste ich ewig dort sein. Zuerst wusste ich nicht, was das bedeutet, doch als ich den Maschok verloren habe, war auf einmal ein heller Blitz. Und sahen alles so Größe wie einer Puppe. Wir konnten uns nicht mehr bewegen. Und dann war ich draußen mit dem Orden und zwar als Mensch. Wenn wir keine Videoüberwachungskamera dort installiert hätten, würden wir glauben, sie schreiben Buch. Überwachungskameras. So, der Verteidiger darf mit dem Kreuzverhör beginnen, Alter. Ich wollte gegen die Arena-Leiterin antreten, also ging ich rein. Hä? Plötzlich ging die Tür zu, Kerzen fingen an zu leuchten. Angreifen. Wie wissen Sie auch, wieso es angefangen hat zu leuchten? Nein, mich hat's verwundert, dass es sehr kalt war kurz und dann schnell warm. Das heißt, wir wissen, wie die Tür zugegangen ist. Sie fordere mich zum Kampf, weil ich verlieren soll, soll ich ewig dort sein. Zuerst musste ich mich angreifen. Ist eigentlich nicht immer umgekehrt, dass der Herausforderer den Arenaleiter herausforderer. Ja, normal schon, ich weiß, aber soweit ich weiß schon, aber ich glaube mehr, dass ich selbst, wenn ich mich hier raus traute. Das heißt, sie hatten von Anfang an Angst gehabt. Nein, erst als die Tür zugeknallt ist. Okay. Also, als ich im Maschok verloren habe, war da heller Blitz. Ich wollte ihn. Angreifen. Können Sie sagen, was der helle Blitz verursacht hat? Die Magie, mir würde nichts anderes einfallen. Okay, Kacke. Und dann sahen wir alles wie so eine Puppe und konnten uns nicht mehr bewegen. Was genau sahen Sie? Nur die Arena-Leiterin, wie sie verwirrt aussah. Und was war mit den grünen Wänden? Die habe ich nicht mehr gesehen. Das könnte auch wichtig sein. Dann war ich draußen im Orden als Mensch. Sabrina ist unschuldig. Sagen Sie uns die Theorie.
Ich sag, dass der Typ nicht ganz wach war. Warum sollte er nicht ganz wach sein? Er hatte immerhin nur einen Arena-Kampf. Ja, eben durch die Aufregung. Wollen Sie damit behaupten, er sei beim Arena-Kampf umgekippt? Ja, das meine ich. Sehen wir ihn an, er schafft einen harten Kämpfer aus. Gibt ein kleines Problem, wir haben es aufgezeichnet. Was? Und hier sieht man genau, wie er sich in eine Puppe verwandelt. Moment. Das ist ja dasselbe Licht, wie das Katie erwähnt hatte. Welches Pokémon hatte Sabrina draußen? Die Frage ist doch nicht wichtig. Wenn diese Frage nicht wichtig ist, sehr wichtig. Das war Simsala draußen, das war ihr erstes Pokémon. Eigentlich war Xatu das erste, aber... Das heißt, Simsala hat... Teleport eingesetzt. Das heißt, sie hat ihn wegteleportiert mit dem Simsala. Sie erklären sich dann, dass er sich nicht mehr bewegen konnte und glaubt, er sei so groß wie eine Puppe. Durch Konfusion und Psychenese. Wir haben eins übersehen und das warum sollten sie das tun? Weil sie gern Puppen mag. Und wenn der Kampf fertig ist, teleportiert sie den Gegner weg. Um zu sehen, ob es stimmt mit dem. Dann macht eigentlich Sabrina ja während des Kampfes hat sie Teleport und Stoff hin und her, deswegen schaut es aus, als würde sie zaubern. Das heißt, sie ist unschuldig. Also, die ist unschuldig, ja. Ich muss jetzt dringend einen Pokémon-Kampf machen mit dem sogenannten Verteidiger. Okay, Begründung, please. Verteidiger, ich bekämpf dich jetzt. Okay, das ist strafbar! Ah, schade, ich wollte eigentlich noch den Pokéball aufsammeln. Okay, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, warum diese Story schon wieder so lang ist. Ich weiß nicht, warum du nur ein Pokémon hast. Ich weiß auch nicht, wie schwer das jetzt wird. Aber was ich weiß, es wird ein... Scheiße, Crit wird doch ziemlich schwierig. Scheiße, ich hab ja gar nicht mehr das Flurax. Schön, dass mir das auffällt. Genauigkeit runter. Jawohl, das hab ich gehofft. Sieh das mit, die KI will verlieren! Die KI will verlieren! Was ist das? Sag es doch lieber, was hast du mit der KI getan? Ja, sehr schön. Also der Verteidiger hat mich gerade zerstört, komischer Mensch. Irgendwie glaube ich, die Story ist noch lange nicht zu Ende. Das fände ich voll blöd, ich hätte voll schnell. Die Wut hat mich erblindet, Alter. Schön für dich, dann besessen wir Brille, du Opfer. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen und ich bin blind vor der Wahrheit gewesen. Schön. Ja, okay, mit denen wäre der Kampf wirklich einfach gewesen. Mit drei Hypertranks. Wenn du magst, dann geht er nicht meine Unschuld beweisen. Also ich hab mega was bei gedacht, aber sich immer hier lande. Besonders oder Ausbildung. Mir sagt schon, dass du es alles hast, soll ich dich nach Kante bringen? Ja. Okay, nimm aber vorher fliegen. Schön! Ein Glück, dass mein Hydropi das erlernen kann! Ich bin Captain und nirgendwo hin. Geschlossen, nicht, dass es mich wundert. Ja, Mann, ey, ich... Ist das echt schwierig? Was die Technik heutzutage macht, ist mir geil. Ich bin retro. Was? Aha. Der ist retro geil. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich weiß ja, dass ich erst... Okay. Wie wär's mit hier?
Jetzt ist halt wieder das Problem. Eigentlich würde ich jetzt gerne die Folge beenden, aber ich habe Angst, dass in der nächsten Folge dann nach irgendeiner Minute gefühlt die Story schon rum ist. Und dann sehe ich in der Scheiße, weil ich es eigentlich echt nicht mag, zwei Storys in einer Folge. Ach, was? Weißt du was? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Winter wieder. Bis dann. Ciao.